Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch, wie man so eine Antennendose richtig anschließt und welches Werkzeug ihr dafür benötigt. Also bleibt dran! Los geht's mit dem Video. Wir haben hier eine Antennendose von Triax, das ist eine Dreiloch-Antennen-Einzeldose. Das ist die Standarddose bei der üblichen sternförmigen Installation. Das bedeutet, jede Dose wird mit einem eigenen Antennenkabel versorgt. Die Dose hat drei Anschlüsse. Einmal die F-Buchse für Satellit, hier für TV-Breitband, die männliche Buchse, und hier für UKW-Radio, die weibliche Buchse. Damit alle drei Anschlüsse genutzt werden können, benötigt man natürlich auch die entsprechenden Einspeisungen. Also wenn ihr einen Breitbandkabelanschluss habt, aber keine Satellitenschüssel auf dem Dach, dann bekommt ihr über die F-Buchse auch kein Signal. Wenn ihr grundsätzlich mal ein Schema zum Aufbau einer Antennenverkabelung haben wollt mit Beispielrechnungen, wo es auch um die Dämpfungen geht, dann schreibt es in die Kommentare und wir machen euch da sehr gern mal ein Video dazu. Jetzt legen wir aber mit dem Anschluss unserer Antenneneinzeldose los. Dafür benötigt ihr folgendes Werkzeug: einen Seitenschneider, einen Schraubendreher und unseren Abmantler. Am besten habt ihr auch in der Wand eine Elektronik-Unterputzdose, damit ihr die Kabel schön reinlegen könnt. Da gehen wir aber dann gleich beim Anschluss nochmal genauer drauf ein. Alles, was ihr benötigt, haben wir auch unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Also, falls da Interesse besteht, schaut gerne mal rein, könnt ihr euch die Sachen ganz entspannt bestellen. Hier seht ihr schon, schaut unser Kabel, unser Koaxialkabel aus der Wand. Ich möchte euch den Aufbau des Kabels aber hier auch gerne nochmal an einem anderen Kabel zeigen. Also, wir sehen hier innen drin, das ist der Innenleiter oder auch genannt die Seele. Dann das Weiße ist das Dielektrikum. Dann kommt hier der Folienschirm unten drunter. Und dann kommt hier das Geflecht, also der Außenleiter. Und ganz außen habt ihr dann nochmal den Schutzmantel. Soweit zum Aufbau von unserem Koaxialkabel. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hier mit unserer Dose und beginnen mit dem Abmanteln. Bevor ihr mit dem Abmanteln beginnt, müsst ihr immer auf eure jeweilige Dose schauen oder ins Datenblatt oder in die Gebrauchsanleitung von eurer Dose, wie weit muss ich denn nun mein Kabel abmanteln. Hier könnt ihr erkennen, wir haben hier einmal den Innenleiter, der soll 9 mm abgemantelt werden, und dann haben wir hier den Folienschirm, der soll 11 mm abgemantelt werden. Mit den Infos können wir jetzt auch schon loslegen. Habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Das ist unser Yokari-Abmantler. Der ist perfekt für die Antennendosen. Der hat hier einmal zwei Klingen mit ein bisschen größerem Abstand und zwei Klingen mit einem kleineren Abstand. Und ich zeige euch jetzt auch, wofür das ist. Also wir starten mit dem kleineren Abstand. Der ist nämlich dafür da, damit wir unseren Innenleiter von unserem Koaxialkabel abmanteln können. Also, wir haben gesagt, wir benötigen 9 mm. Das können wir uns davor anzeichnen, markieren, wie auch immer. Und dann gehen wir hier hin, legen das Ganze in unseren Abmantler rein und drehen diesen. Da könnt ihr wirklich komplett zusammendrücken und das Ganze abziehen. Genau. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist das hier perfekt, der Innenleiter abgemantelt in den 9 mm, den wir benötigen. Jetzt drehen wir unseren Abmantler und nehmen die Seite mit den Klingen, die ein bisschen weiter auseinander steht. Jetzt können wir uns ebenfalls wieder am Kabel oder am Abmantler markieren. Ja, wir brauchen in unserem Fall die 11 mm. Wie gesagt, das müsst ihr immer bei eurer Dose im Detail schauen. Bei uns sind es diese 11 mm. Das heißt, wir legen das Ganze an, legen das wieder hier rein. Und jetzt Achtung, nicht komplett zusammendrücken wie auf der anderen Seite, sondern mit Gefühl hier ein bisschen rumgehen, aber nicht zu fest zusammendrücken, nicht, dass es das Geflecht abschneidet. Und jetzt könnt ihr das Ganze mal ein bisschen knicken, einmal nach oben, einmal nach unten, und schon könnt ihr das abziehen. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, perfekt, seht ihr hier unseren Außenleiter, das Dielektrikum und den Innenleiter. Bevor wir mit dem Anschluss unserer Dose beginnen, ist jetzt nochmal ganz wichtig zu kontrollieren, dass der Außenleiter hier keinen Kontakt zur Seele, also zum Innenleiter hat. Das ist wirklich extrem wichtig, ansonsten haben wir hier einen Kurzschluss und ihr habt auf jeden Fall Übertragungsprobleme. Also in unserem Fall sieht es gut aus, ihr könnt euch das auch hier ein bisschen zur Seite nochmal drehen, das ist auch völlig okay. Wichtig ist einfach nur, dass hier der Außenleiter nicht mit der Seele in Berührung kommt. So, das sieht aber sehr gut aus. Das heißt, wir nehmen uns jetzt unsere Dose zur Hand. Das ist die Triax-Dose EDA 302F. Wie gesagt, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist eine Standard-Einzeldose. So, hier seht ihr jetzt, wir können das hier aufklappen.
Und dann haben wir hier nur eine Anschlussmöglichkeit. Wir haben hier auch keine Schraube mehr, sondern das ist mit Federzug. Da müssen wir nichts schrauben. Das heißt, wir können jetzt unser Koaxialkabel nehmen und das einfach hier vorne reinstecken. Zack, seht ihr, es ist komplett drin, ist auch schon fest. Und jetzt können wir hier die Klappe wieder zumachen. So, das ist einmal, ich kann es nochmal kurz aufmachen. Das ist einmal, habt ihr hier den Kontakt für den Außenleiter zum Gehäuse dann. Und das hier sind nochmal die zwei Riffel, sind für die Zugentlastung von eurem Koaxialkabel. Genau, also das hier zuklappen und dann auch einfach schon festschrauben. Sehr gut. Jetzt haben wir das Ganze festgeschraubt und jetzt können wir es auch nochmal hier im Detail anschauen. Vielleicht erkennt man es auch auf der Kamera. Man erkennt nämlich hier, dass das Kabel hier in den Mantel richtig schön reindrückt, also als Zugentlastung. Aber hier auch beachten, nicht zu weit zuschrauben, nicht, dass ihr hier das Kabel komplett beschädigt. Also mit Gefühl anziehen, damit das hier zugentlastet ist. Als nächstes können wir uns auch schon dem Einbau unserer Dose widmen. In diesem Fall haben wir hier eine Elektronik. Unterputzdose, die hat hier noch so einen Bauch, da kann man das Kabel richtig schön reinlegen. Wenn ihr so eine neue Anlage plant, würde ich euch auch empfehlen, für Datenanschlüsse und Antennendosen immer diese Elektronikdosen zu verwenden. Egal, ob das jetzt in der Rigipswand ist, also ob das Hohlbanddosen sind oder ob das Unterputz im Mauerwerk ist, da ist es sogar noch wichtiger. Dafür gibt es auch diese Elektronikdosen mit dem Bauch, wo ihr dann entsprechend Platz habt, um eure Kabelschlaufe hineinzulegen. Es geht natürlich auch ohne. Aber ja, wenn man das im Vornherein sauber planen kann, wieso nicht? Also, einfach hier das Kabel nehmen, schön zur Seite den Bogen reinlegen. So, perfekt. Und dann können wir das hier in unsere Dose einsetzen. Die beiden Dosenschrauben einfach hier einlegen und jetzt an unserem Strich, den wir hier davor schon mit dem Bleistift hatten, ausrichten und festschrauben. Und auf der rechten Seite noch ein zweites Mal. So, wir können hier auch gerne nochmal eine kleine Wasserwaage zur Hilfe nehmen und sehen, ja, in unserem Fall passt es jetzt schon perfekt. Also wir sind hier perfekt im Wasser, da müssen wir nichts mehr korrigieren. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit unserem Rahmen und unserer Abdeckung. In dem Fall ist das beides von Gira, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr das gebrauchen könnt. Also einmal hier Rahmen und einmal Abdeckung. Normalerweise ist hier das mittlere Loch hier für die F-Buchse oder für den Satellitenanschluss zu. Das kann man aber einfach mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem einfach hier ausbrechen. Dann habt ihr alle drei Löcher frei. Also nicht, dass ihr da verwirrt seid. Genau, aber der Rest ist jetzt ganz einfach. Einfach unsere Rahmen und Abdeckung nehmen, hier auf die Dose draufsetzen und festschrauben. Nachdem ihr das Ganze festgeschraubt habt, seid ihr auch schon fertig mit der Antennendose. Ich hoffe jetzt, dass euch das Video weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und falls doch noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht es gut. Ciao, eure Elektromeister.